Es ist Montag, der 28. Mai 2018. Hier ist das Stadtfernsehen Brandenburg mit dem SKB-Journal. Freuen Sie sich auf folgende Themen. Jugendrotkreuzler zeigen ihr Können. Mit viel Begeisterung und Engagement wollen sie helfen. Junge Ruderer am Start. Bei der Nachwuchsregatta wurde schon so manches Talent entdeckt. Und jung und dynamisch ging es auch bei den Sumo-Ringern zu. Der Brandenburger Roland Cup ist eine Top-Adresse. Ja, liebe Zuschauer, und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Woche mit dem SKB-Journal. Großer Tag für die jungen Mitglieder des Deutschen Roten Kreuzes. Beim 28. Landesentscheid konnten sie zeigen, was sie beim Jugendrotkreuz alles gelernt haben. Schon in der Frühe ging es los, ein Parcours durch die ganze Stadt. Einen wunderschönen guten Morgen. 450 Teilnehmer waren dabei bei diesem Landesentscheid und die Prüfungen für die jungen Rotkreuzler hatten es in sich. Da mussten dann auch schon mal nach einem simulierten Verkehrsunfall die Verletzten erst versorgt werden. Den jungen Helfern wurde aber jede Übung erklärt. Wichtig ist, dass er ganz ruhig bleibt und ich bin mir sicher, ihr werdet das wunderbar hinter euch kriegen, ne? Bitte. Und, wenn ihr irgendwas euch sagen wollen, dürft ihr das dann... Ja, da geht jetzt schon ganz richtig. Natürlich. Wenn wir das nicht haben, zum Beispiel wie kühlen? Wir haben alles. Es gibt nichts, was wir nicht haben. Wir haben alles. Ja? Wir haben alles. Und sollte euch wirklich was fehlen, wir haben die Möglichkeit zu improvisieren. Sagt das an. Ja? Okay, gut. Und dann wurde es auch schon ernst. Unter den Augen einer kritischen Jury mussten sie zeigen, was sie gelernt haben. Wunden verbinden, die Verletzten, die professionell geschminkt waren, fachgerecht versorgen, die Patienten ansprechen und vorsichtig mit den Unfallopfern umgehen. Doch nicht nur die Praxis wurde getestet. Die Aufgabenpalette war äußerst variantenreich. Es gibt insgesamt 5 Bereiche. Wir haben Sportspielaufgaben, wir haben Erste-Hilfe-Aufgaben, wir haben den musisch-kulturellen Bereich, wir haben Rotkreuzwissen und wir haben Soziales. Und in diesen Bereichen gibt es verschiedene Aufgaben, die zu lösen sind. Also vom Verkehrsunfall bis zum Ballwurfspiel bzw. Teamaufgaben ist alles vertreten. Ein großer, kunterbunter Bereich. Am Morgen hatten sich die Jugendrotkreuzler auf dem Schulhof des Saldern-Gymnasiums versammelt. Hier wurden sie noch einmal motiviert. UB Scheller freute sich, dass so viele mitmachten. Ich drücke euch allen die Daumen, wünsche euch wirklich furchtbar viel Erfolg heute. Schaut euch ein bisschen an der Stelle auch von der Stadt an, wenn ihr zwischen den Stationen unterwegs seid. Aber bei den Stationen, da könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt in eurer Jugendrotkreuzarbeit. Die ist wichtig, die Vorbereitung für uns alle aufs spätere Leben. Und die Bundestagsabgeordnete Dr. Dietlin Thiemann, gesundheitspolitisch im Ausschuss für die CDU-Fraktion, wies darauf hin, wie wichtig die Arbeit der jungen Menschen sei. Es gibt einen Mediziner, der mal so schön gesagt hat, wenn man anderen hilft, verhilft man sich selbst zum Glück. Das ist keine Einbahnstraße, es ist ein Geben und Nehmen. An insgesamt 16 Stationen in der Stadt mussten die Kinder und Jugendlichen Erste-Hilfe-Aufgaben lösen. Oder wie hier an dieser Station nahe der Jahrtausendbrücke, Theoriewissen parat haben. Alles wurde bewertet: Wissen, Geschicklichkeit und optimale Patientenbetreuung. Auch der Kreisverband Brandenburg an der Havel war mit seinen Jugendrotkreuzlern am Start. Wir haben insgesamt 2 Mannschaften. Wir haben einmal in der Altersklasse 3 eine Mannschaft, die startet, und in der Altersklasse 1 und hoffen dann natürlich, dass sie schön weit vorne landen und das, was sie gelernt haben, dann auch zeigen können heute. Gereicht zum Sieg hat es für die Einheimischen dann aber doch nicht. Die Brandenburger Nachwuchssanitäter erzielten aber in den Altersklassen 13 bis 16 Jahre und in der Klasse 3, 17 bis 27 Jahre jeweils einen hervorragenden 5. Platz. In der höchsten Altersstufe gewann das Team von Cottbus Spree-Neiße, das damit für den Bundeswettbewerb im Herbst in Hamburg qualifiziert ist. Bei den 13- bis 16-Jährigen siegte die Mannschaft der Niederlausitz. Sie nehmen nun beim Bundeswettbewerb in Oldenburg teil. Auch bei den ganz Jungen, 6 bis 9 Jahre, schnitten die Niederlausitzer am besten ab. Aber das Wichtigste ist und bleibt das Engagement dieser jungen Menschen, die damit so viel Gutes für die Gesellschaft tun. Am Samstag musste die A2 stundenlang gesperrt werden. Grund war ein mit einem Mähdrescher beladener Sattelzug, der kurz vor der Abfahrt Brandenburg umfiel. Die Polizei musste die Autobahn in Richtung Berlin 10 Stunden lang sperren. Der Verkehr wurde über die Autobahnabfahrt Wollin abgeleitet. Teilweise kam es zu 15 Kilometern Stau. Nach 16 Uhr konnte die Autobahn wieder freigegeben werden, nachdem alles beräumt wurde.
Chance für alle, die gerne im Chor singen. Das Mitsingkonzert, veranstaltet vom Brandenburger Theater. Wenn Sie einmal mit großem Orchester und Gesangssolisten auftreten möchten, Gelegenheit für Sie besteht am 2. Juni. Auf dem Programm Haydns Oratorium Die Schöpfung. Aufführungsort die St. Katharinenkirche in Brandenburg an der Havel. Wer kann mitmachen? Eingeladen zum Mitsingen sind Einzelpersonen als auch Vokalensembles. Die Teilnahmegebühr beträgt 25 Euro. Sie haben 3 Proben bis zum Konzert am 2. Juni. Anmeldung möglich an der Theaterkasse oder im Internet unter www.brandenburgertheater.de. Haydns Die Schöpfung mit den Brandenburger Symphonikern. Das Mitsingkonzert. Karten zum Preis von 15 Euro für das Mitsingkonzert an der Theaterkasse, an der Abendkasse in der Katharinenkirche oder telefonisch unter 03381 511 111. Seine Leidenschaft ist das Wandern. Doch das wurde für Josef Bader immer beschwerlicher. Vor 10 Jahren wurde bei ihm Arthrose im Knie festgestellt. Vor 2 Jahren konnte er kaum noch gehen. Die Schmerzen im Knie, die waren so stark, dass ich weder radeln konnte, ich konnte nicht Treppen steigen. Josef Bader hat es geschafft. Sein Knie kann er wieder schmerzfrei bewegen. Geholfen hat ihm letztendlich Rosa Xan. Rosa Xan zur diätetischen Behandlung von Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. Bleiben Sie fit bis ins hohe Alter mit Knobi Vital. Es hat sich vieles gebessert, wie Blutdruck normal, Cholesterin normal. Die wertvollen Inhaltsstoffe des Knoblauchs vereint mit den Wirkstoffen aus Ahoniabeere, Weißdorn oder Ingwer. 2 in 1 für eine gesunde Herzfunktion. Es hat tatsächlich was gebracht. Ich bleib dabei. Knobi Vital, der tägliche Schluck Gesundheit. Erhältlich in allen Apotheken und Reformhäusern. Am Wochenende ruderten Kinder und Jugendliche an der Regattastrecke um Medaillen. Zum 23. Mal wurde dieser Wettbewerb ausgetragen und auch der Ruderclub Brandenburg hatte einen erfolgreichen Jungsportler am Start. Der 13-jährige Benjamin Zehl aus der Havelstadt erruderte sich im Einer einen hervorragenden 2. Platz. Damit kam er aufs Siegertreppchen und wurde vom Ruderpräsidenten des Landes, Ralf Holtschuher, ausgezeichnet. Der 13-Jährige kam ursprünglich vom Schwimmen zum Rudern. Er war einer von 290 Kindern und Jugendlichen, die am Wochenende auf dem BC auf Medaillenjagd gingen. Ich war 4 Jahre beim Schwimmen und dann waren auf einmal alle meine Freunde zur Sportschule gegangen und ich hatte keine Lust mehr zu schwimmen. Da dachte ich, warum mal nicht beim Rudern versuchen? Ich war 5. Klasse. Ja, hat sich so ergeben dann. Nachwuchssportler zwischen 9 und 14 Jahren aus dem Land Brandenburg und Sachsen-Anhalt waren auf der Regattastrecke am Start und wurden von ihren gleichaltrigen Freunden lautstark angefeuert. Auf der Tribüne saßen hauptsächlich Angehörige der jungen Sportler. Benjamin Zehl erzählt uns, wie der Tagesablauf an diesem Ruderwochenende für ihn aussah. Ich bin um 7 Uhr aufgestanden, habe gefrühstückt. Dann bin ich hergefahren, habe Erwärmung gemacht und dann bin ich hier gerudert. Und jetzt fahre ich noch mal 2 Jahre nachher. Und da hoffe ich natürlich auch so einen guten Platz zu rudern. 18 Vereine beteiligten sich an dieser Regatta. Ein Bundestreiben junger Menschen am BC, die alle für ihren Sport leben. Benjamin Zehl hat nun einiges vor. Er hat die Aufnahmeprüfung an der Sportschule in Magdeburg bestanden. Da musste er auch in der Leichtathletik glänzen. Nun will er dort seinen Rudersport noch intensivieren. Auch eine Fini Sturm, immerhin Vize-Europameisterin, hat einst bei dieser Jugendregatta mitgemacht und damit den Grundstein für ihre spätere Karriere gelegt. Vom Wasser kommen wir wieder an Land, besser gesagt in die Dreifelderhalle. Dort fand zum 3. Mal der Roland Cup statt, ein internationales Sportevent im Sumo. Sumo-Kämpfer sammeln Punkte für internationale Meisterschaften.
Am Samstag gab es den dritten Brandenburger Roland Cup in der Dreifelderhalle am Wiesenweg. Mit dabei waren auch Sportler aus Polen, Ungarn, Bulgarien und Georgien. Und auch die Vertreter aus der Havelstadt zeigten, dass sie für die kommenden internationalen Meisterschaften bestens vorbereitet sind. Die Sumo-Sportler kämpfen in unterschiedlichen Alters- und Gewichtsklassen. Im Kampf müssen sie versuchen, ihren Gegner auf den Boden zu befördern oder ihn direkt aus dem Ring werfen. Ja, und jetzt gibt es die Fußballergebnisse vom vergangenen Wochenende. Optik Rathenow war zu Gast beim FSM Schwerin und fuhr mit einem 2:1-Sieg wieder nach Hause. Damit ist Optik wohl in die Regionalliga aufgestiegen. Herzlichen Glückwunsch. Auch der BSC Süd 05 konnte einen Sieg nach Hause nehmen. 1:0 gewannen sie bei Selo. Und der FC Stahl spielte bereits am Freitag gegen Werder und verlor mit 2:1. Die Stahlelf muss sich jetzt ins Zeug legen, um den Abstieg zu verhindern. Wobei das Training in den nächsten Tagen wohl unter erschwerten Bedingungen stattfinden muss. Es wird sehr heiß und drückend. Hier sind die Wetteraussichten mit dem SKB 3-Tagestrend. Am Dienstag erwartet uns große Hitze mit 33 Grad, örtlich sogar 35 Grad. Das bleibt nicht ohne Folgen. Am Mittwoch werden es 32 Grad und am Nachmittag kann es zu schweren Gewittern kommen. Und am Donnerstag gibt es dann wieder Sonne, Sonne, Sonne und nochmals Sonne bei 31 Grad. Gräser und Roggen machen den Pollenallergikern zu schaffen. Liebe Zuschauer, das war das SKB-Journal vom Montag. Weiter hier im Stadtfernsehen Brandenburg geht es mit einer neuen Folge vom SKB-Talk-Redaktionsbesuch. Mein Kollege Gerd Glaser hat Linda Teuteberg im Studio. Seit Herbst letzten Jahres ist die FDP-Frau Mitglied des Deutschen Bundestages. Ich wünsche gute Unterhaltung und verabschiede mich. Tschüss, machen Sie es gut. Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu dem Redaktionsbesuch beim SKB, unserem Talk. Und wir haben heute jemand da, die schon öfters da war, aber damals noch nicht in dieser Funktion. Und deswegen freuen wir uns ganz besonders, dass sie heute als Bundestagsabgeordnete hier ist, für die FDP, Linda Teuteberg. Schön, dass Sie da sind, Frau Teuteberg. Ja, guten Tag. Danke für die Einladung. Frau Teuteberg, beginnen wir mit dem ersten Thema. Und da ist natürlich ganz klar umschrieben Bundestag. Und Sie sind eingezogen in den Deutschen Bundestag zum ersten Mal. Das war aber schon, ist schon ein bisschen länger her, letztes Jahr im Herbst. Mhm. Und dann hat das ja Monate und Monate gedauert, bis es zu einer Regierung kam. Mhm. Und genau Ihre Partei ist ja eigentlich, das Wort Schuld will ich jetzt nicht sagen, aber mitverantwortlich dafür, dass dieses neue, tolle Modell mit der Jamaika-Koalition dann nicht geklappt hat. Und der Parteichef Christian Lindner hat dann irgendwann da den Rückzieher erklärt. So frühe Morgenstunde und dann war das Ding gegessen und aus. Und viele, wie zum Beispiel Detlin Thiemann von der CDU, hat das sehr bedauert, auch in Interviews, und dass das nicht funktioniert und nicht geklappt hat. Und wie haben Sie das gesehen über all die Wochen, diese Verhandlungen erstmal, was zu dieser Jamaika-Koalition hätte führen sollen? Ja, also abgesehen davon, dass ich finde, das ist ja jetzt auch ein halbes Jahr her, das stimmt, dass wir uns lieber nach vorn gerichtet auch mit den aktuellen Fragen beschäftigen, ist es eben einfach so, dass natürlich es schöner ist, wenn man in der Regierung gestalten und den Unterschied machen kann. Aber es ist auch gerade wegen des Themas AfD, Diskussionskultur auch in unserer Demokratie, auch wichtig, dass erkennbar ist, dass es einen Unterschied macht, wen die Menschen wählen und wer in der Regierung ist. Und wir mussten leider feststellen, dass nicht genug tragfähige Kompromisse möglich sind mit den Verhandlungspartnern. Und wenn Sie etwa an die Zuwanderungspolitik oder auch an das Thema Energiepolitik denken, dann gab es da große Schwierigkeiten, aber auch bei vielen anderen Themen. Und es ist richtig, jetzt einfach eine verantwortungsvolle Oppositionspolitik zu machen. Das ist übrigens eine sehr wichtige Aufgabe, die zum Teil ja auch schon erkennbar ist übrigens, den Bundestag wieder zum zentralen Ort der politischen Auseinandersetzung, der Debatten in unserem Land zu machen, dass die wesentlichen Dinge, auch die strittig sind, dort auch öffentlich verhandelt werden, sodass die Bürger erkennen können. Da gibt es verschiedene Parteien, Fraktionen mit unterschiedlichen Vorstellungen. Eine ganze Menge gibt es mittlerweile da. Genau. Ja, und wir machen eine konstruktive Oppositionsarbeit. Wir sprechen an, was wir falsch finden an der Regierungsarbeit, machen aber viele eigene Vorschläge, haben auch schon eigene Gesetzentwürfe eingebracht, etwa beim Zuwanderungsbereich die Maghreb-Staaten zu sicheren Herkunftsstaaten zu erklären. Das hat die Große Koalition erstmal abgelehnt, um es wahrscheinlich demnächst selbst auch in den Bundestag einzubringen. Also wir machen viele gute Vorschläge, auch in anderen Bereichen.
und nehmen diese Herausforderung an, eine seriöse und konstruktive Opposition zu sein. Und ich denke, das braucht die Demokratie in unserem Land sehr dringend. Nun hat sich ja Frau Teuteberg das alles ein bisschen verschoben, nicht nur in Deutschland, sondern in Europa fast noch mehr. Ja. Man ist ja heute, das wird ja auch jede Woche in allen großen Blättern analysiert, mehr auf dem Rechtstrip oder der Bürger, das ist einfach mal ein Fakt. Yeah. Links ist nicht mehr in. Also auch die FDP war ja auch mal linksliberal, aber das ist heute jetzt auch nicht mehr besonders gefragt, dieses Modell. Das ist jetzt einfach so, das muss man mal hinnehmen und akzeptieren, woran auch immer das liegt. Und dadurch hat sich natürlich auch, glaube ich, bei der FDP ein bisschen was verschoben und deswegen kam ich nochmal auf Jamaika, weil da wollte man einfach mit diesen sogenannten Gutmenschen von den Grünen vielleicht, die in der Ausländerpolitik zu liberal sind, das Ding nicht durchziehen. Ach, ich würde, also diese Wortwahl ist nicht meine, was jetzt auch die politischen Mitbewerber angeht. Und wir sind als Freie Demokraten schon immer eine Partei der Mitte. Aber da Sie einen strittigen Politikbereich, für den ich jetzt auch aktuell verantwortlich bin, bei uns in der Fraktion ansprechen, die Migration, das ist gar keine Frage von, für uns bedeutet Liberalität vor allem, dass wir eine rechtsstaatlich geordnete und gesteuerte Zuwanderung haben. Und das, die war ja nie gegeben. Die ist zu wenig gegeben und bei den Grünen fehlt offenbar das Element der Steuerung etwas und der Konsequenz. Wir stehen dafür ein, dass wir einerseits unsere humanitären Verpflichtungen einhalten und dass die sehr wichtig sind. Das ist einerseits das Asylrecht nach unserem Grundgesetz. Das steht auch nicht in Frage, betrifft aber nur einen kleinen Personenkreis, wirkliche individuelle politische Verfolgung. Dann die Verpflichtung aus der Genfer Flüchtlingskonvention. Und daneben sind wir auch noch dafür, dass wir ein Einwanderungsgesetz schaffen, wo wir Menschen, die das nicht... Das hat der Herr Lindner immer gefordert. Genau, und das fordern wir auch immer noch. Das ist immer noch nicht wahr. Und das ist notwendig und das ist ergänzend zu den anderen humanitären Regelungen. Dass wir Menschen, die nicht verfolgt sind, aber die gerne bei uns sich eine Existenz aufbauen wollen und die beruflich hier einsteigen wollen, dass es da Kriterien gibt, insbesondere Sprachkenntnisse, berufliche Qualifikationen, wo jeder nachvollziehen kann anhand eines Gesetzes, schon im Heimatland habe ich eine Chance, mich mit meinem Lebenslauf und meinen Qualifikationen in Deutschland ein Bleiberecht zu bekommen oder nicht. Dafür brauchen wir ein Einwanderungsgesetz, damit auch das Asylrecht nicht sozusagen zum Nadelöhr für eigentlich Migration aus wirtschaftlichen oder beruflichen Gründen wird. Die wir massenhaft haben. Die wir auch haben, genau. Ja. Und zugleich gehört für uns dazu, dass auch wichtig ist, dass Recht durchgesetzt wird. Und wer eben weder nach humanitären Gesichtspunkten, also Asylrecht nach dem Grundgesetz, dann völkerrechtliche Verpflichtungen aus der Flüchtlingskonvention oder eben noch ein noch zu schaffendes Einwanderungsgesetz für Fachkräfte, wer nach keinem dieser drei Rechtsgründe ein Bleiberecht hat bei uns, dass dann wiederum auch konsequent die Ausreisepflicht durchgesetzt wird. Am besten auch mit klugen Maßnahmen zur freiwilligen Rückkehr, aber wo nötig auch mit dem Vollzug der Abschiebung. Und das gehört alles zusammen. Ein Rechtsstaat. Mit Ankerzentren à la Seehofer? Dafür hat Herr Seehofer leider noch bisher zu wenig Konkretes vorgelegt. Ja. Uns ist auch gerade sehr, sehr wichtig als Liberale, dass zunächst mal geltendes Recht verlässlich umgesetzt wird. Und da würde ich dem Bundesinnenminister empfehlen, im Moment weniger große Ankündigungen zu machen, sondern erstmal aufzuräumen in den Behörden, die zu seinem Geschäftsbereich gehören. Wir haben da gerade im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge große Probleme und Missstände, die aufzuarbeiten und zu der beheben Skandal sind. Der Skandal da in Bremen bleibt. Genau, und bevor Herr Seehofer jetzt Masterpläne ankündigt, finde ich, sollten wir erstmal wirklich schauen, dass geltendes Recht zuverlässig umgesetzt wird. Denn ich finde, das ist sehr, sehr wichtig, dass sich Bürger darauf verlassen können. Und auch übrigens, um Akzeptanz zu erhalten für die Menschen, die wirklich unseres Schutzes bedürfen, müssen wir sicherstellen, dass wir aber auch unterscheiden zwischen denen, die wirklich ein Schutzrecht haben bei uns und einen Anspruch bei uns zu bleiben, und denen, die es also nicht haben. Sichere, Stichwort sichere Herkunftsländer. Das auch, genau, das gehört auch dazu, was aber auch den individuellen Anspruch übrigens nicht ausschließt, wenn jemand verfolgt ist, dies glaubhaft zu machen und dann auch Schutz zu bekommen. Aber wir müssen die Verfahren beschleunigen und uns und sehen, wie wir uns stärker auf die konzentrieren, die wirklich unseres Schutzes bedürfen. Das ist ja auch das, was von großen Teilen der Bevölkerung kritisiert wird, dass da viel zu wenig passiert und dass das alles viel zu lange dauert. Das ist einfach so, wenn man mit den Bürgern spricht. Yeah. Das kriegt man einfach mit, auch als Journalist, gar keine Frage. Jetzt hat es ja einen Kabinettsbeschluss gegeben zum Familiennachzug. Das ist ja auch immer umstritten. Wie sehen Sie das aktuell?
Ja, wir als Freie Demokraten sehen das so, dass wir einerseits nicht den unbegrenzten Familiennachzug haben wollen, den manch andere sich vorstellen, und dass wir andererseits aber auch dieses Tausender-Kontingent pro Monat für nicht geeignet halten, sondern dass wir Kriterien haben sollten, wann in Härtefällen ausnahmsweise Familiennachzug bei Subsidiärschutzberechtigten gewährt wird. Und diese Härtefälle, die kann man dann aber nicht, die kann man dann wiederum nicht auf 1000 begrenzen. Das können auch mal in einem Monat deutlich weniger als 1000 sein. Oder es sind mal mehr, aber anhand klarer rechtsstaatlicher Kriterien. Denn darüber hinaus haben wir ja bereits einen erheblichen Familiennachzug von Menschen, die einen stärkeren Schutzstatus haben als die nur Subsidiärschutzberechtigten. Das sind ja Menschen mit unsicherer Bleibeperspektive. Ja. Und da haben wir schon viel zu tun, dort die Integration zu bewältigen. Da kommen schon erhebliche Zahlen an Familienangehörigen. Und das wollen wir gut organisieren. Wir wollen, dass Integration gelingt. Und dafür dürfen wir auch unser Land nicht überfordern. Aber wir wollen vernünftige Härtefallregelungen für, wie gesagt, Härtefälle. Und da ist das ein bisschen ein Formelkompromiss. Integration ist aber auch ein sehr schwieriges Thema. Ich kriege das hier ja auch mit. Und das ist ja auch ein Thema für die Kommunen. Ja. Was wichtig ist, es wird gerade auch in den Stadtparlamenten werden solche Integrationspapiere verabschiedet. Und da sind auch große Unstimmigkeiten. Also die ganze Problematik, ich glaube, hat Deutschland ja, glaube ich, überrollt. Also manchmal hat man den Eindruck, es ist von Grund auf, sind da einfach Fehler gemacht worden, was die Struktur angeht. Und die müssen wir jetzt angehen und das Ganze auf die richtigen Weichen stellen, auch übrigens die Kommunen nicht allein lassen mit dieser wichtigen Herausforderung. Sprach ich das an, ja. Wir wollen ja, dass Integration gelingt als Freie Demokraten, und wir haben in NRW etwa, stellen wir den Integrationsminister auch, Joachim Stamp, der jetzt sehr zu Recht gefordert hat, dass auch Herr Seehofer mal einen nationalen Integrationsgipfel einberuft, wo auch die Länder und die Kommunen einbezieht. Denn am Ende geht es auch um eine Zusammenarbeit. Die Kommunen, die Integrationshauptlast stemmen vor Ort. Andererseits sind die Länder übrigens zum Beispiel für die Erstunterbringung und die, für die, vor allem auch für die Frage der Abschiebungen zuständig. Die Zusammenarbeit Bund, Länder, Kommunen, die ist nicht immer einfach und die muss besser organisiert werden. Und da müssen wir uns über alle Ebenen hinweg zusammensetzen und dieses große Thema Integration angehen. Das wäre wichtiger, dass Herr Seehofer da mal Kommunen und Länder ins Boot holt, als große Masterpläne anzukündigen oder Ankerzentren, bei denen wir noch gar nicht wissen, wie die praktisch umgesetzt werden sollen. Weiß man, die CSU steht auch vor einer Landtagswahl, und da muss natürlich, müssen auch ein paar markige Worte her, denn das geht denen natürlich um die absolute Mehrheit, und denen liegt ja die AfD, die haben, glaube ich, dort 12% nach Umfragen auch im Nacken, und deswegen ist es klar, dass die natürlich da jetzt auch markige Worte nach außen tragen. Ja, Frau Teuteberg, danke einstweilen für das Gespräch. Liebe Zuschauer, wir sprachen mit der FDP-Bundestagsabgeordneten Linda Teuteberg hauptsächlich über die Politik, die momentan heiß diskutiert wird in Berlin. Dazu gehört natürlich die Einwanderungspolitik. Und ich hoffe, das war für Sie ein spannendes Gespräch, und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Tschüss.